schauen Sie sich einmal die Welt an. Alles hat mit allem was zu tun. Die Schwalben, die da herumschreien, der Sonnenaufgang, der Sonnenuntergang, die Sichtbarkeit der Sterne. Alles hat mit allem zu tun. Wenn man hier durchläuft und sieht, wie diese Welten miteinander verschmelzen hier mit diesen alten Säulen. Diese elegante Ausstellung und dann diese krassen Neonfarben und dieses vibrant und total explosiv, wenn man aufs Bild schaut. Also es war schon so, dass man reinkommt und sich gleich wohlfühlt. Jeder Raum für sich was Spezielles und was Neues. I'm fascinated by this amazing place. Für mich ist das eine der wenigen Ausstellungen, wo ich reinkomme. Ich möchte alle Bilder bei mir haben. Ich weiß teilweise selber nicht, wohin mit meinem Kopf, mit meinen Gedanken, weil es halt einfach so viel ist und so brodelt. Und hier sieht man einen kleinen Ausschnitt davon, was ich mir so in der letzten Zeit dabei gedacht habe, wie ich die Kunst interpretiere, wie ich Menschen sehe, mit ihren verschiedenen Persönlichkeiten, ihren Charaktereigenschaften. An den Bildern gefällt mir vor allem diese Leichtigkeit, dieses Schwunghafte. Man sieht, dass da Elan dahinter ist und auch Liebe und Leidenschaft. Lebensfreude, positive Energie. Es ist modern, es ist jung. Man ist mitgerissen von seiner Energie. Und das ist genau das, was wir heute brauchen in der Zeit, in der wir leben. Diese ganzen Strukturen und diese 3D-Effekte, die sind einfach sehr einzigartig. Man sieht so wirklich die Arbeit in dieser Fülle der Farben. Wenn man aufs Bild schaut, man sieht einfach die Spontanität, die da einfach rauskommt. He plays with his expression. Der wilde Strich, das ist schon das Erste, was einem auffällt. Er malt ja wirklich mit den Tuben und mit der Struktur, die daraus entsteht, ganz spontan und ganz im Moment. Und wenn man genau schaut, so teilweise sind einfach so Sachen, wo man wüsste, manche Leute würden das vielleicht ausbessern oder würden irgendwie nochmal drüber gehen, aber es soll einfach so sein, so das ist einfach sein Look und das macht ihn halt irgendwie auch aus. Sie müssen lernen, die Kunst positiv zu registrieren. Ertragen müssen Sie nichts Negatives.